Du hast sie verlassen, kannst dir aber nicht erzählen, wieso. Es ist alles viel zu seltsam, als dass sie dir Glauben schenken würde. Also so schaut sie besser aus als mit diesem Lippenpiercing da. Da war doch gerade ein Pfeil. Ach, den haben wir hier so mitgezogen. Da haben wir schon alles. Irgendwie müssen wir in diese Tür reinkommen da oben. Können wir das da mit dem da? Nein. Können wir die Öllampe mit dem... Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, wie was... Wie erwartet... reingekippt. Okay. Muss sich wohl um Defekt. Im Regal ist nichts mehr. Schreibtisch. Der Arbeitsbereich von Pauline. Weder auf dem Tisch noch in den Schubladen befindet sich etwas, das dich interessiert. Du erinnerst dich, dieses Kreuz schon einmal gesehen zu haben. Nur wann? Auch als du es auf der Suche nach einem versteckten Federmechanismus abtastest, findest du nichts. Ein Schlüssel. Was macht er denn jetzt? Du versuchst, sie zu öffnen. Ja, das ist mir auch klar, dass die zu ist. Aber wie kriege ich sie auf? Ich habe die Vermutung, dass das hier was mit den Symbolen zu tun hat. Welcher Freak würde... So sehr du auch suchst, du findest... Jetzt suchen wir die nochmal. Du untersuchst die linke Seite der Fassade mit Hilfe der Uhrmacherlupe. Aber es stellt sich keine neue Erinnerung bei dir ein. Auch ein prüfender Blick mit der Uhrmacherlupe auf die Fassade in der Mitte hilft dir nicht weiter. Mit Hilfe der Uhrmacherlupe untersuchst du die Fassade auf der rechten Seite. Ich habe getan, was du mir gesagt hast, und diese Medaillons untersucht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Gineste Ordunia, Begründer des Ordens des Fleisches, ein paar ähnliche in Auftrag gab, und zwar für eine kleine Kirche im Ausland. Ich habe überall auf der Welt nach einer Kirche mit diesen Medaillons gesucht, aber wenn es sie gab, ist sie verschwunden. Können wir uns die aufschneiden? Können wir da mit der UV-Lampe drüber gehen? Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht, entdeckst aber nichts Neues. Können wir hier... Dieser Holzstab scheint in keine der Öffnungen... Ja, das ist mir klar. Hm.
Das geht auch nicht. Wenn du das dort ließest, könnte Pauline es aus der Schublade hinter der Ladentheke herausnehmen. Aber du weißt nicht, was dir das bringen sollte. Können wir da irgendwas reinnehmen? Wenn du das dort ließest, könnte Pauline es aus der Schublade hinter der Ladentheke herausnehmen. Aber du weißt nicht, was dir das bringen sollte. Schlüssel vielleicht? Wenn du das dort ließest... Wenn du das dort ließest... Ein kalter, trister Aktenschrank. Du öffnest jede einzelne Schublade, findest aber nichts weiter als Rechnungen und Dokumente, die mit dem Geschäft zu tun haben. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hier tatsächlich alles miteinander probieren und kombinieren und hast du nicht gesehen. Du wickelst das Gummi um den sechseckigen Stock, ohne es zu dehnen. Das ist schon ja. Eine Schere. Und was kommt die Skytale jetzt? War eine Methode, welche die Spartaner zum Verschlüsseln von Nachrichten nutzten. Der Absender wickelte ein Lederband um einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser und schrieb den Text darauf. Der Bote erhielt nur das Band, welches alleine unmöglich zu entziffern war, und überreichte es dem Empfänger, der wiederum einen identischen Stab wie der Absender besaß und somit die Nachricht entschlüsseln konnte. Kirche von St. Fergus, Wälder von Inverloch, Schottland. Du hast, was du wolltest, jetzt hält dich hier nichts mehr. Nur, jemand verdient eine Erklärung. Gedächtnisschwund? Man hat mich vergiftet, mit Quecksilber. Ich habe viele Fragen, aber das Tagebuch deines Vaters hat mir bereits einige beantwortet. Henry White wird zufrieden sein, wenn er das erfährt. Das Tagebuch. Oder ich töte Sie genauso wie Ihren Vater. Oh mein Gott, nein! Hände hoch! Komm raus, du Bastard! Sonst lasse ich dich nochmal Quecksilber schlucken, nachdem ich deine Freundin getötet habe. Na los! Okay, ich hab gewusst, dass mit dem Typ irgendwas faul ist. Jetzt müssen wir irgendwie da oben reinkommen. Du versuchst, sie zu öffnen. Du tippst darauf, dass sie in eine der Kisten hinter der Ladentheke führt. Du öffnest sie vorsichtig, um jegliche Geräusche zu vermeiden. Und tatsächlich, da sind die Schlüssel. Ach, Pauline. Nachdem du ein paar Schlüssel ausprobiert hast, findest du den passenden für dieses Schloss. Die Tür ist offen. Vorsichtig öffnest du die Tür und dieser Mann hat dir Quecksilber verabreicht, Paulines Vater getötet und könnte jetzt auch ihr ein Ende bereiten. Das musst du verhindern. Aber wie? Du kannst dich ihm nicht unbewaffnet nähern. Was für ein Pech, dass du den Schwertkampf nicht beherrschst. Oder doch?
Es ist nicht das erste Mal, dass du ein Schwert in der Hand hältst. Drei Monate. Auf der Suche. Nach dem Tod. Aber vielleicht ist der Tod gar nicht dein Schicksal. Meister, mein Name ist... Du bist spät dran. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ich suche es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was es war. Oh weh, dein Gedächtnis. Und jetzt? Was suchst du jetzt? Deine Lehren. Du hast sie bereits genossen. Aber der Umgang mit dem Schwert? Sobald die Glocke heute zur Lektion läutet. Und der unbekannte Sinn? Du bist nicht bereit. Wann bin ich soweit? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Wirst du mich dann den unbekannten Sinn lehren? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Okay. Auf dem Tisch liegt ein Buch mit leeren Seiten, in dem Olag der Blinde jede Nacht liest. Weder das Buch noch die Vase oder die Becher interessieren dich sonderlich. Auf dem Tisch steht eine Vase, in der leider keine Blume der Wahrheit wächst. Sie könnte ein Vermögen wert sein. Weder das Buch noch die Vase oder die Becher interessieren dich sonderlich. Das Trinkwasser und der Topf, mit dem du deine Tagesration entnimmst. Obwohl du deine Wasserration für heute schon getrunken hast, siehst du kein Problem darin, den Topf mitzunehmen. Okay. Es kommt die Zeit, da dich der Meister das Katana schwingen lässt, das zwischen den Kiefern des Jagddrachen steckt. Dein Meister hat dir noch nicht erlaubt, das Katana zu benutzen. Die Kleider, die du trugst, als du hier ankamst. Dir wurde verboten, deine Kleider zu tragen, solange Olag Adirf dein Meister ist. In diese vier Schubladen passt die gesamte Kleidung des Meisters. Und es ist noch Platz. Ja, da können sie ja manche Leute am Beispiel nehmen. Schubladen erweckt dein Interesse. Okay, haben wir hier noch was? Ein falsches Fenster. Man kann es weder öffnen noch schließen. Du weißt nicht, wieso der Meister es bei dem schönen Wetter verschlossen hält. Du kommst nicht heran, um es zu öffnen. Und dein Meister erlaubt dir nicht, auf seinen Gebetsaltar zu steigen. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Bis gleich.